Sodala. Das sieht super geil aus, die Perspektive. Yeah. Wir probieren es mich gerade. Wie heißt die Canon Legria Mini X aus? Ja, eine coole Kamera. Ist rot? Grün? Huch. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in das Ramadam-Hotel. genau, weil dort ein Blogger-Event ansteht mit der Natascha Ochsenknecht, gell? Ja. Ja. Mega gespannt. Genau, richtig, da geht's um Nägel. Also. Ich hab Handschuhe. Bin mal gespannt, ob wir die auch irgendwie jetzt drauf bekommen oder was da also passiert. Und ja. Boah. Sieht dir voll lustig irgendwie aus, weil mein Arm sieht so ewig lang aus. Wie so ein Balken. Also ich finde das total cool. Ich würde auch sowas haben. Ja, ich glaube auch, die Kamera werde ich mir auch danach kaufen. Ich glaube, ich bin jetzt schon begeistert und verliebt. Ja, wir sind jetzt drinnen und jetzt schauen wir mal, ob schon jemand da ist. Wir sind ganz gespannt. Und auf geht's. Also wir sind zwar jetzt auf dem Event, aber das Event findet nicht so wirklich statt. Ja, ich wurde leider vergessen auszuladen, also beziehungsweise es wurde mir nicht gesagt, dass das Event nicht stattfindet und verschoben wird. Aber wir haben jetzt hier trotzdem ein schönes Buffet und essen jetzt erstmal was, gehen Kaffee trinken und wir haben schöne Geschenke bekommen. Und das Event wird ja auch wiederholt. Also alles halb so schlimm und einfach eine lustige Aktion eigentlich. Oder Vanessa? Geil. Hammer, Hammer. So, Gurn. Was für ein geiler Mischung. Guckt euch den mal an. Yum, yum. So. Du bist irgendwie ein bisschen abgeschnitten. Immer noch habe ich es gesagt. So, warte, ich kann auch ein bisschen runterkommen. Das sieht komisch aus. Filmst du schon, nie, oder? Reinkommen, ich auch. Was tun die da? Ey, perfekt. Ich glaube schon. So, Dala. Also, okay. Wir haben hier ein paar Geschenke jetzt bekommen. Yay! Geschenke! Weihnachten und Geburtstag zugleich. Und also aus dem Grund, weil sie mir nicht abgesagt haben für das Vlogger-Event. Also, wir ganz haben toll. Mega Glück, eigentlich im Unglück. Ach ja, und wir dürfen auch noch nach Düsseldorf reisen. Genau. Ende März, ne? Am 27. Genau. Ja, zum Beauty-Messe. Richtig, und werden da eingeladen und kriegen da die Fahrt und alles gezahlt. Also super cool. Ein herzliches Dankeschön an Katharine. So, und jetzt packen wir die Sachen mal aus. Ich spreche jetzt auch, ich dachte Katharine. Katharine. Aber Katharine wird irgendwie cooler anhören. Naja. Ich sage jetzt mal Katharine. Ich glaube, das ist nämlich alles so deutsch. Okay, fangen wir den an. Okay. Was steht da drauf? Ich bin eine Mail. Eine Nailbox. Eine Mailbox. Ich bin eine Mailbox. Nein, ich bin eine Nailbox. Oh, da. Okay. So, eins, zwei, drei. Okay. Also, zeige ich es dir mal so. Wie sieht das aus? Ich bin schon hier am Duschen. Vanessa hat schon alles hier ausgecheckt. Wow. Ui. Ui. Okay, also endlich geil, Lacke. Das sieht aus wie so Konfetti. Ja, sieht super aus. Mhm. Hey, also ist schon mal geil. Das ist wahrscheinlich so ein Topcoat, oder? Was ist das hier? Ein schwarzer Lippenstift? Was? Komisch. Aber es sieht irgendwie geil aus. Mit Glitzer drin. Magst du ihn mal probieren? Nein, ich will den jetzt nicht probieren. Willst du ihn probieren? Ich glaube, ich probiere ihn später mal für 10 aus. Euro. Werde ich dann noch filmen, ja? Komm, probier's jetzt aus. Wie ist das ganze restliche Video mit schwarzen Lippen? Also, ich probiere später aus. Vielleicht seht ihr das auch in dem Video. Mal gucken. Und zwei Kugelschreiber. Also, ganz schön. Ach ja, und noch einen, aber. Noch so ein Nagellack, so ein Seefarben. Ja. Nude heißt es. Nude, okay, Nude. Das so ein Ding. Ja. Aber mal gucken, was jetzt da drinnen ist. Mhm. Ja. Hä? Ist nichts drin oder was? Ist nichts drin. Hä? Ach, Schmarrn, das ist für das Buch.
glaube, das ist wirklich nur in diesem Heftchen hier. Ja, was das hätte das man doch einfach so geben können, ne? Hier lassen wir das und das Heftchen mitnehmen. Aber wir haben uns sehr über die Lacke gefreut. Ja, die sind auf jeden Fall echt cool. Ja. Und ich bin gespannt auf den schwarzen Lippenstift. Ey, ich verstehe es irgendwie nicht. Vielleicht macht ein anderer. Ich will den jetzt ausprobieren, warte. So. Was machst du denn jetzt? Ich mach den jetzt drauf. Nein, echt? Mhm. Ach, wie geil. Ich mach den jetzt drauf. Ach, cool. Soll ich den Spiegel geben? Warte. Schau mal so, weil dann kann ich es ja direkt so machen. Ah, ja, okay, dann mach das. Man hat da so voll die das Fischei-Gesicht. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich auch. Der riecht auf jeden Fall ganz normal. Das ist nicht irgendwie. Irgendwie so ein bisschen wie Fasching schmeckt. Ja, ne? Daumen hoch. Wie sagst du? Dass es mal kein wahrer Einsatz ist. Und wie kriegst du auf? Also decken das da irgendwie nicht, gell? Sieht aus, als hätte ich blaue Lippen. Weißt du, wie du aussiehst? Wie so ein Hund. Wo? Weil Hunde haben doch auch so schwarze Lippen. Ja, vor allem, weißt du was? Normalerweise hat man doch so leicht blaue Schwarze. Ich kann dich gerade nicht ernst nehmen. Wenn man irgendwie, wenn einem kalt ist oder so, ne? Warte, ich mache jetzt hier meine Swatch. Da ist er voll schwarz. Also hier. Du hast auch runter. Das ist ja ganz normal schwarz. So, was machen doch Beauty-Blogger? Magst du mir das mal drauf machen, gescheit, damit das jetzt mal normal aussieht? Auf die Lippe? Mhm. Bist du es wirklich? Mhm. Nee, kein Hit. Warte, ich muss doch hier das Alte. Das ist, du machst es ja eh gleich wieder ab, oder? Ich glaube, das muss jetzt nicht perfekt sein. Oh, du gehst rein und sagst, ich habe schon alles ausprobiert. Also, jetzt zeig mal, wie es aussieht. So sieht das auf deinen Lippen aus, wenn man das alles aufträgt. Also eher für Halloween oder Gothic-Anhänger. Oder Beerdigung der Oma, die man schon immer gehasst hat. Mann, ich noch liebe nie meine mochte. Omi. Meine Omi habe ich lieb. Wenn du das siehst, Omi, ich hab dich lieb. Ich sag von der, von einer Oma. Ach so. Ich weiß nicht, ob deine Oma. Wer sieht auf deinen Lippen lila aus, oder? Nee, es sieht einfach. Ich sehe es nur in der Kamera. Aus. Sieht aus, als hättest du ein also Auto reingelegt. Oder Schuhcreme. Ja, genau. Also ich sag mal, für deinen extravaganten Stil. Yay. Ich glaube, mir steht fein ausgedrückt. So sehr. Oder? Aber ich glaube, ich werde ihn auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall meine Typveränderung. Also eine Typveränderung. Nein, also ich finde den schon irgendwie ganz lustig. Ich glaube, ich werde den auf jeden Fall mal irgendwie als Faschings- oder Halloween-Kostüm. Ja, also ich finde den irgendwie cool. Also ich glaube, die Schleife ist auch ein Accessoire. Dass du dir hier irgendwie so. Also vielleicht gibt es der Hippie sieht und, geil aus, und die Gothic. Wenn jetzt hier noch irgendwie mein Blogname stehen würde, verschnässere ich doch die Werbung überhaupt. Ja. Ich drücke mir auf diesen Lippenstift, das ist mein Markenzeichen. So, also ich würde sagen, boah, man darf nicht so nah hingehen, sonst sieht man so komisch aus. So. Heidenheit. So. Ja, also ich würde sagen, wir verabschieden uns hiermit aus diesem Video. Mit diesen Boxen, mit der sinnvollen und der, Respektbox. Ups. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuschauen bei unserem verrückten und doch sehr irgendwie lustigen Es ist Tag. Auf jeden Fall mal was anderes. Und wir haben es so nicht geplant. Nein. Also es ist nichts inszeniert. Nein. Es ist absolut authentisch und aus dem Heil Leben von der Leber weg. Richtig, wir haben einfach alles gesagt, genau. Wie es ist. Und ja, Daumen hoch für noch mehr so lustige Tage mit uns. Genau. Auf Düsseldorf, auf oder? Auf Düsseldorf, ja. Ja, unbedingt. Also da will ich echt diese Kamera auch mitnehmen, wobei die gehört mir nicht, aber ich glaube, ich werde sie mir kaufen. Die 300 Euro sind es mir wert. Die ist geil. Die ist echt geil. Ich hätte es auch sehr gerne. Ohne jetzt Werbung für die Canon, wie heißt die, Liquia Mini, nichts zu machen. Und verlinkst bitte in der Infobox. Wie heißen die? Affiliated Links? Nee, wie heißt das? Affiliate Links. Meine ich auch. Ich habe so, was für die Affiliate Links? Ich habe schon diese ganz gelesen, aber wo so Sternchen sind und dann Ach kommst so, du auf ja, Amazon die Affiliate und so Links, und dann ja. kriegt man Geld dafür. Ja. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung davon. Sollen wir so vielleicht mal machen? Sollen wir vielleicht machen? Vielleicht verdiene ich ja auch mal Geld. Nein, gönnest du dir dann die Kamera? Dann kann ich mir die Kamera dann leisten. Das ist doch super. So, genau. Und bevor wir jetzt noch mehr Stuss labern, sagen wir jetzt mal Tschüss. Oh Gott. Tschüss. Meine Hand ist voller Farbe. Ich habe mir gerade auf die Lippen gewaschen. Tschüssi. Ciao. Tja, dann kriegen wir noch ein bisschen Wellness für die Nägel. Kriegen wahrscheinlich schöne Farben aufgetragen und keine Ahnung, was noch so Schönes mit uns gemacht wird.
Und ja, das war's dann für heute wieder. Ich schau mal, ob ich das auch noch mitfilmen kann, je nachdem. Und ich finde das alles gerade so mega lustig. Also irgendwie, das war so ein verplanter Tag, aber es ist irgendwie, ich meine, hat ja so cool geendet. Also das, was rausgekommen ist, ist mega. Wir haben jetzt schon Geschenke bekommen, wir konnten hier essen, trinken, hatten unseren Spaß, wurden voll lieb und so umsorgt von dem ganzen Katharine-Team. Und ja, ach ja, fast vergessen, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber wir dürfen ja tatsächlich Ende März auf die Messe nach Düsseldorf fliegen, fahren, im Zug, schätze ich jetzt mal. Und das wird uns auch bezahlt und das wird mega geil. Ja, ich habe jetzt meine Nägel machen lassen. Richtig schöne Farbe. Ich weiß nicht, ob man das so richtig in der Kamera sieht. So ein richtig cooles, das passt richtig zu meiner Kette. So roségoldmäßig. Das sieht man. Ja, und jetzt gibt es noch ein paar Fotos, die gerade gemacht werden. Und dann geht's heim. Ach ja, und ich habe auch eine richtig coole Handmassage bekommen. Also, das war so ein Wellnessprogramm vom Feinsten, kann man sagen. War richtig cool. Sehr schön.